Hallo und herzlich willkommen hier zur 65. Folge am Freitag von Transport Fever hier auf Micro Hazard TV. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir werden mal schauen, was wir dieses Mal so Schönes tun können, wieder mal. So, wir kämpfen, Werkzeug ist schon enorm gerade hier, also steigt massiv. Er macht jetzt halt Werkzeug aus Holz halt. Weil er kriegt gerade keinen Stahl, sonst würde er Maschinen herstellen, aber er hat gerade keinen Stahl. Und ja, Potenzial ist da, Werkstoff aber nicht. Der Stahl fehlt. Wir haben noch einen Stahlzug, oder? Irgendwie das Gefühl, dass hier gar kein Stahl mehr ankommt. First Baumaterial. Ja, mal gucken, wo der Stahlzug abgeblieben ist. Irgendwo muss er ja sein. Das war echt eine weite Strecke für einen Zug, ne? Also. Aha! Hier ist das Problem. Ich wusste, dass hier irgendwas nicht stimmt. So, Moment. Du stellst das hier zu. Du hast das zugestellt. Das darf nicht sein, also muss dieses Signal hier weg. Entkoppeln wir das hier mal und dann geht das auch wieder. Das fahren wir natürlich mehr oder weniger durcheinander durch, aber es geht gerade nicht anders. Wir müssen die hier mal wieder entwirren. Ich habe gemerkt, dass hier kein Stahl mehr gekommen ist. Ändert sich jetzt gleich wieder und dann geht's los. Jetzt müssen sie schon hier hinten warten. Notfalls, wenn hier hinten kein Platz ist. Dann stellen sie wenigstens die Kreuzung da nicht zu. Und der will Baumaterial holen, der ist auch gleich weg. Da könnte ich eigentlich hier ein Signal hinstellen, hier zwischen. Wir haben hinten eins, das reicht vollkommen aus. So, gut. Der kleine süße Schlackezug hier hinten. Sagen, irgendwo hat auch Geld gefehlt. Wusste ich doch, dass hier Geld irgendwie abhanden gekommen war. Du fährst nur mit 8 Waggons. Warte ich, wenn wir mal dann anschließend wieder vergrößern auf 10 Waggons und einen schnelleren Zug ransetzen. Also eine schnellere Lok daran setzen und werden wir jetzt mal gleich tun hier. Müssen wir dann halt mal ein bisschen in die Tasche greifen und dann mal einen zweiten Stahlzug draufsetzen. Schön lang. So, 10 Waggons möchte ich haben. 1, 2, so. Oh, für den 10. Waggon reicht das Geld nicht. So, jetzt aber. So, haben wir jetzt natürlich wieder 16,5 Millionen Schulden gemacht, aber dem ist dann halt so. So, wo ist die Stahllinie? Da, Stahl von Stahlwerk nach Werkzeug. Raus mit dir. Den anderen werden wir denn austauschen. Ne? Gleich wieder Geld wegzahlen. Nur die Fahrgäste wieder nicht weg, ne? Jetzt haben wir für Frisco so viele Fahrgäste stehen. 64% ÖPNV-Nutzung, das ist natürlich perfekt. Mehr als die Hälfte der Stadt nutzt ÖPNV. Ja, hier hinten könnten wir noch mal was machen irgendwann, aber da gucken wir mal. Aktuell läuft's ja. Außer die Haltestelle hier, da ist ein bisschen. Die Linie scheint ein bisschen überfordert zu sein. Das ist Linie 2, ne? Immer noch. Auf welche Linie warten die hier? New York City 3 ist das, okay. New York City 3 braucht mehr Fahrzeuge, stelle ich fest. Der schafft das nicht. 1, 2, 3, 4.
Ergänzen wir mal um 4 Fahrzeuge die New York City 3 Linie. Bitteschön. Kommt ein bisschen Nachschub. So, anscheinend stehen sie sich jetzt nicht mehr ganz so im Weg hier alle. Ich weiß aber nicht, ob das hier von der Gleislänge her reicht, um hier einen Zug zwischen zu parken. Und darum ging es mir eigentlich, um halt einen IC, der hier kommt, von hier hinten quasi da auf der Länge her zwischenparken zu können. Falls das Gleis belegt sein sollte. Aber er ist zumindest früher weg jetzt schon. Also. Ah, der fährt jetzt nicht mehr voll. Der auch nicht. Aber müssen sie ja auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen Potenzial, ein bisschen Luft nach oben. Wir wollen, dass die Stadt weiter wächst. New York ist echt schon groß, ne? Also muss man sagen, ist schon groß geworden bei uns hier schon. Hier hinten baut sich so ein bisschen weiter Richtung Frisco. Da müssen wir auch was machen, zugtechnisch. Das reicht hier nicht. Kriegen wir die Leute nicht weg. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 sind es insgesamt. Aber die kommen über so teuer, da müssen wir erstmal wieder Geld scheffeln. Ja, der darf hier gerade nicht schneller als 90 in der Kurve. So, hier will ich jetzt mal schauen, wie das jetzt mit der Zuglänge ist. Da gucken wir mal gleich. So, können wir den Kredit wieder abzahlen. So, Kredit ist wieder weg. So, und jetzt, genau, ich muss noch warten eh, weil jetzt staut sich das alles schon bald hier. So, und jetzt schwenkt er ja rüber. Der wird zu lang sein. Der passt hier nicht rein, oder? Das Ausweichgleis. Obwohl. So, an der Stelle würde er anhalten, theoretisch. So in etwa. Naja, gerade so. Also, na. Vielleicht gerade so, ja. Dass er reinpassen würde. Dazu werden wir das Signal noch weiter nach vorne setzen. Dann passt das auf. War es kein Geld? Achso, na gut. Haben wir gerade kein Geld für. Haben wir aber gleich wieder. Genau, der 6 Millionen. Setzen wir es dahin und nehmen das Signal weg dafür. Zug nach Frisco. Ihr seht hier, ist ganz schön was los, ne? In New York am Bahnhof hier. Ein Zug nach dem anderen. Wie alt bist du schon? 13 Jahre. Oh, du machst gut Geld. Ja, 13 Millionen haben wir ja schon wieder. So, aber nach Yonkers kriegen wir aktuell die Fahrgäste weg, das ist schon mal schön. Nur Frisco aktuell nicht. Wir wollten einen Stahlzug austauschen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo ist der eine gerade? Der hat Baumaterial gebracht. War der schon da? Ist der gerade da? Der ist gerade da. Wunderbar. Der hat also gerade Stahl abgeladen hier. Jetzt kann der auch mal wieder Maschinen herstellen. Der hat schon fast das ganze Stahl wieder verarbeitet. So, die staunen sich hier schon, die Züge. Ihr seht, hier ist ja auch ein bisschen was los am Bahnhof. Immerhin fahren ja hier 3 Linien. Und da hier auch mit den Signalen alles ein bisschen sehr eng ist. Kommen wir ins Depot gleich. Brauchst gar nicht erst irgendwo anders langfahren. Kannst gleich ins Depot abbiegen.
Wie alt bist du? 23 Jahre, das heißt einmal komplett tauschen, ja? Alles klar. Seht, langsam kommen wir in die Modernisierung rein, dass wir die meisten Züge hier modern haben. Die Bretterzüge hier, nee, Baumaterial ist das, die fahren noch mit den alten Wagen, Eisenerz und der Güterbahnhof nach Jonkers, der fährt noch mit dem alten Lok und die Kohle und ja, so ein paar fahren noch mit den alten Loks, aber die meisten haben wir jetzt schon auf der modernen Lok drauf. Und noch viele alte Busse fahren. So, gut. Das Öl läuft auch wieder einigermaßen. Wunderbar. Stahl können wir noch einen zweiten Zug, wie gesagt, uns zulegen. Hier kommt übrigens der Zug gerade an, der neue, der den Stahl holen soll. So, ja. Weiß nicht, ob es irgendwann nochmal neue Waggons gibt. Weiß ich nicht. Ist der schon drin? Ja. Dann verkaufen wir dich jetzt und so. Lok haben wir und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hast 10, ne? Genau. So, und dann gehst du auf die Stahllinie wieder und raus mit dir. Dann sind da jetzt zwei Züge drauf und dann sollte es mit dem Stahl auch ordentlich laufen, dass er hier regelmäßig Stahl bekommt. Das Problem ist, hier ist wirklich ein bisschen sehr eng alles. Können wir hier noch einen Gleiswechsel einbauen? Der wäre zu langsam. Da ist kein rein, ne? Aber wahrscheinlich sind die Signale daran wieder schuld. Wir nehmen die mal kurz hier ein paar Signale weg. Können immer modernisiert werden, alle hier. Müssen wir erstmal sehen, die Signale, ne? So, in dem Abschnitt stehen gerade keine. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch einen Gleiswechsel reinkriegen. Ja. So, das wäre mir ganz lieb an der Stelle nämlich. Warum steht da eigentlich ein Signal? Ich muss mal hier die Signale ein bisschen aufräumen an der Stelle. Machen wir mal eben schnell. Hier von Signalen befreien, um hier mal neu zu platzieren. So. Gucken wir mal, sind da noch irgendwelche? Nein. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar neue mal platzieren in dem ganzen Abschnitt. So, hier geht's raus, hier geht's rein, hier geht's raus und da geht's rein. So. So, dann brauchen wir. Ja, da können wir ein Signal hinstellen. Obwohl, ne, da könnte zustellen sonst. Stellen wir da hin. Aber wir können hier ruhig eins hinmachen. Aber hier machen wir keins hin. So, dann hier ist raus, und da und da und natürlich da und da haben wir schon, aber da vorne trotzdem nochmal.
Und der ganze Abschnitt hier zwischen hat jetzt kein Signal, weil sonst die Züge sich sonst wieder gegenseitig blockieren könnten. Und das wollen wir ja nicht. So, dann lassen wir wieder fahren alle und dann läuft das schon wieder an der Stelle, hoffe ich. Wird mal gucken, ob die Route jetzt automatisch auch da lang fährt. Genau, weil die Stahlroute, die fährt dann nämlich hier hinten erst rüber und das ist mir lieber. Weil dadurch tut die nämlich die Ölroute hier, das ganze Ölgedöns, nicht blockieren. Da kommen die sich nicht so in die Quere. Dann müssen die sich erst hier hinten einig werden. Wir haben eine neue Lok bekommen. Die GEC408W. Eine Diesellokomotive natürlich wieder. Gucken wir mal rein. Da ist er. 113 hat auch eine gute Zugkraft. Ja, gut, also ich bleibe lieber bei der da, die gefällt mir. Zwar. Aber sie ist teurer, ne? Aber. Sechsachsige dieselektrische Lokomotive C40C. Naja. Lassen wir mal so stehen, wa? So, Geld hätten wir wieder. Wir haben jetzt hier das Problem halt mit den Fahrgästen für die IC-Linie und natürlich nach Frisco. Bei Frisco können wir noch was machen aktuell, definitiv. Gucken wir mal, können wir uns wieder so einen leisten in der Zwischenzeit? Ja, konnten wir eben noch. Ja, müssen wir kurz mal einen Kredit machen. So. Und da hängen wir jetzt noch ein paar Waggons dran. Zwei Stück. Und dann gehst du auf die Frisco-Linie. Und schon fährt Frisco ein weiterer Zug. Da fahren jetzt drei Stück, haben jetzt eine Taktzeit von 100 Sekunden gerade mal. Also das ist echt schon gut, noch länger als bei Yonkers, aber Yonkers hat auch ein höheres, trotzdem schon mehr Fahrgastkapazität je Zug. Da ist schon ordentlich was los. So, Schulden wir weg. Ist ganz schön was los in New York bei den Zügen hier. So, jetzt kann ich mal bis hier vorne vorrücken. Warum habe ich denn da eigentlich kein Signal? Hier kann man mal eins hin an der Stelle hier. Sobald wir wieder Geld haben, können wir doch wieder eins hinstellen. So. Warum fährt er jetzt weiter? Was soll das? Hätte er jetzt nicht weiterfahren dürfen? Das Stück, weil. Er steht schon direkt hinten dran hier, guckt mal. So, jetzt kommt der raus und jetzt kommt der nicht vorbei wahrscheinlich, ne? Weil der hier das Ausfahrsignal bestimmt rot hat. Oder? Nein, hat er nicht. Gut, dann fährt er einfach durch und durch. Ja, manchmal ist das Spiel halt ein bisschen, ne? Aber das ist halt die Logik. Ich habe jetzt ein Signal gesetzt währenddessen und hier Züge drin standen. Oh Gott, der Bus ist aber auch schon alt, ne? So langsam müsste er ja mal getauscht werden. Könnten hinten ja mal die Straßen mal ein bisschen modernisieren. So. Mal Netz in New York. Ein bisschen Straßen modernisieren.
Die machen es ja hier nicht. Müssen wir alles selber machen. So. Wie weit kann der fahren? Ja, hier würde er vorbeikommen, ein anderer auf jeden Fall. Ja, darum geht es mir, dass die Züge sich nicht so im Weg stehen, so sehr, dass sie halt anderen vorbeifahren können. Also die Länge von den Zügen jetzt ist schon... Länger sollten sie aktuell hier nicht werden, sonst kriegen wir sie hier nicht mehr durch. Wirklich. Durcheinander durch quasi, die Züge. Man sieht ja, was hier los ist. Hier ist die Hölle los! New York Central Station hier ist sehr stark besucht, auf jeden Fall. Ja, die Straßen jetzt auch modernisiert, damit die Busse hier ein bisschen schneller fahren können. Damit die hier nicht weiter am Schneckentempo durch die Eiern. 70% ÖPNV-Nutzung. Das ist schon sehr gut. Oder wie er es sagen würde, ausgezeichnet. Ich weiß nicht, wie es in Yonkers aussieht. Gucken wir mal. Oh, 65 auch ausreichend. Hier sind es nur 39. Na gut. Vielleicht wird es ja auch noch mehr, wenn wir jetzt den Zug mehr drauf haben. Hier würde ich gerne die Straße ein bisschen entlasten, indem wir hier drüben nochmal eine rüberziehen. Eine gute Position, denke ich. Jetzt gehen jetzt hier die Signale hier vorne. Ja. Oh, war aber auch knapp. Na, einer raus, einer rein. Und der kommt voll, ne? Und wird auch voll wieder abfahren, schätze ich, ja. Ja, jetzt haben wir hier die Straße hier hinten vielleicht ein bisschen entlastet dadurch. Hier aber hier die Busse nämlich auch rüberfahren und dass die Busse nicht so beeinträchtigt werden, wollte ich das so haben, dass die hier auch lang fahren können. Gott, das staut sich hier, ne? Das ist nicht anders, was hier los ist. Also Ampeln werden wir ganz gut auf den Kreuzungen, ne? Also damit der Verkehr besser läuft. Das wäre noch sowas gewesen, so Ampeln, ne? Die das ein bisschen regeln hier. Das ist irgendwie alles so rechts vor links Verfahren, die fahren hier alle kreuz und quer einfach und so wie sie gerade denken. Jo, gut, einen weiteren Stahlzug haben wir jetzt, wir haben jetzt zwei, können wir also auch abhaken. Und habe ich eigentlich meine Liste aktuell? Mehr oder weniger abgehakt. Flughäfen sind natürlich noch weitere, aber da müssen wir erstmal noch auch Bahnlinie bauen, weil ich würde den Flughafen da erst bauen wollen, wenn da mindestens schon mal ein Bahnhof drin steht in der Stadt. Den würde ich definitiv schon mal vorher da platzieren, bevor ich da überhaupt an einem Flughafen denke, den aufzustellen. Von daher, ja. Ja, aber so an sich läuft das doch ganz gut soweit erstmal. Geld spielt auch keine Rolle mehr. Wir können eigentlich schon fast grundsätzlich bauen, ohne hier große Schwierigkeiten zu haben. Ihr seht, die Strecke hier ist ja auch schon vorbereitet. Die Bahnlinie wieder raus habe ich ja schon vorab vorbereitet gehabt, damit es hier auch alles seine Richtigkeit hat. Ja, ansonsten... würde ich sagen, dass diese Folge an der Stelle auch schon wieder zu Ende ist. Das heißt, die Woche ist rum schon wieder und habe mich sehr gefreut, dass ihr hier wieder zugeschaut habt. Würde mich auch sehr freuen, euch in der nächsten Folge hier natürlich auch wieder zu begrüßen. Nächste Woche dann natürlich, wie gesagt. Und ja, hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Entspannt euch ein bisschen und ja, nächste Woche Montag sehen wir uns wieder. Da geht es hier weiter bei
Transport Fever, da werden wir dann mal gucken, dass wir im ÖPNV, also nicht im ÖPNV allgemein, sondern so ein bisschen im Fernverkehr vielleicht mal wieder ein bisschen aktiver werden. Frisco kriegt eigentlich auch noch gar keine Güter, aber da wir hier bei den anderen noch nicht mal die Güter groß beliefern können. Also ich glaube, mit Güterverkehr, ich werde mich gar nicht groß hinstellen und sagen, ich versuche jetzt hier unbedingt die Städte zu versorgen. Nee, das wird nicht werden. Ich meine, guckt euch das an. Ich schaff's nicht mal hier bei Yonkers ausreichend, also ja, es ist 87% ist schon definitiv gut, aber mehr ausreichend Treibstoff zu liefern und Maschinen und Werkzeuge sieht nochmal ganz anders aus. Also da sind 28% und hier sind 27% Werkzeuge. Also ja, man müsste sich nur auf das eine stürzen, man kann glaube ich gar nicht alles machen, das ist unmöglich, glaube ich. Ja, mal gucken, vielleicht bauen wir in der nächsten Folge oder nächsten Woche, wenn wir hier von Clarksville weiter nach Hialeah und will ja die Bahnhöfe jetzt mal ein bisschen anders platzieren und zukünftig. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt, und sage ciao, tschüss und bis Montag. Tschüss!